Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bayerns Ministerpräsident Söder hat eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht. Es ließen sich zu wenige Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen impfen, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner besonders gefährdet seien, so der CSU-Chef. Der Ethikrat müsse sich mit diesem Thema befassen. Politiker anderer Parteien wiesen Söders Vorstoß zurück. Die Bundesregierung hat stets betont, die Impfungen seien freiwillig. Bisher wurden in Deutschland etwa 690.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft. Aufruhr im Netz. Die Tweets und Kommentare zum Thema Impfpflicht überschlagen sich heute. Der Grund? Weil sich angeblich nicht genug Pflegepersonal impfen lässt, erwägt Markus Söder eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe. Wir haben eine Impfpflicht in Deutschland bei Masern, auch für Beschäftigte, die damit zu tun haben, zum Schutz der Kinder. Und deswegen geht es jetzt um den Schutz der Älteren. Und die Auswirkungen bei Corona sind, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, mindestens genauso schlimm wie bei den Masern. Jedenfalls zeigt es die Zahl der Todesfälle. Juristisch ist die Impfpflicht für Masern aber umstritten. Mitarbeitende von Kinderbetreuungseinrichtungen müssen sich seit kurzem gegen Masern impfen lassen. Aber gegen dieses Gesetz ist eine Klage am Bundesverfassungsgericht anhängig. Deswegen ist noch nicht abschließend geklärt, ob eine gesetzliche Impfpflicht für einen bestimmten Bereich rechtlich zulässig wäre. Die Masernimpfpflicht als Vorbild, da hat auch die FDP Bedenken. Die Gründe für die Impfpflicht bei den Masern ist, dass dort ausgeschlossen werden kann, nach der Impfung die Erkrankung weiterzugeben. Das ist bei den Corona-Impfstoffen wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Trotzdem will Markus Söder, dass der Ethikrat eine Impfpflicht für Pflegepersonal prüft. Dessen Vorsitzende findet die Diskussion jedoch verfrüht. Wir haben vom Deutschen Ethikrat ja eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen. Berufsbezogene Impfpflichten, da haben wir gesagt, unter sehr bestimmten Umständen und jetzt sicher nicht zu Beginn einer Impfkampagne, wenn wir noch gar nicht wissen, ob die Impfung überhaupt die Ansteckung unterbindet. Etwa die Hälfte des Pflegepersonals will sich laut einer Umfrage aus der vergangenen Woche nicht impfen lassen. Eine wirklich gesicherte Datenlage gibt es aber noch nicht. Der Deutsche Pflegeverband lehnt Söders Vorschlag zur Impfpflicht ab. Wir gehen davon aus, dass es sich eigentlich um ein Ablenkmanöver handelt, weil die Strategie noch nicht so greift. Es sind ja noch gar nicht längst alle Leute geimpft worden, die in alten Einrichtungen leben. Und dass man jetzt im Grunde die Pflegenden zu Buhmänner macht, die vorher im Grunde die ganze Sache retten mussten. Mehr Aufklärung, mehr Überzeugung statt Impfpflicht. Das forderten heute bundesweit viele Politiker. Söders Vorschlag stieß weder analog noch digital auf große Zustimmung. Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt. Damit könnte bereits Ende des Monats ein drittes Präparat für die EU bereitstehen. Der Impfstoff von AstraZeneca wird unter anderem bereits in Großbritannien eingesetzt. Unterdessen wächst die Kritik an der Impfstrategie der EU-Kommission. Nun beginnt auch Belgien mit den Impfungen. Zuerst ältere und besonders gefährdete Menschen. Doch auch hier gibt es Kritik. Es geht zu spät los angesichts von 20.000 Toten mit oder durch Corona. Tatsächlich hat Belgien im europäischen Vergleich erst sehr wenige Personen geimpft. Kritik auch bei der Anhörung im Europaparlament an Lieferungen und zu Absprachen zwischen Impfstoffherstellern und EU-Kommission, die rechtfertigt sich. Wir haben vorgezogene Kaufvereinbarungen getroffen. Vorgezogen bedeutet, dass es noch gar keinen Impfstoff gab. Und was die Mengen angeht, wir haben 200 Millionen von BioNTech bestellt, als die USA 100 Millionen gekauft hatten. Bleibt der Vorwurf, die Verhandlungen seien intransparent, die Verträge bislang geheim. Abgeordnete haben nun erstmals Einsicht in einen Vertrag. Was ich gesehen habe, war unbefriedigend. Warum? Weil viele Passagen geschwärzt waren, zensiert also. Der Text ist unlesbar. So bleibe auch unklar, wie die Haftung bei Fehlern oder möglichen Impfschäden geregelt sein. Und es bleibt offen, warum die EU-Verhandlungen teils länger dauerten. Das Europaparlament fordert deshalb mehr Transparenz.
Die Impfbilanz in der EU fällt unterschiedlich aus. Während Dänemark 2 von 100 Personen geimpft hat, sind es in Italien statistisch 1,16 und in Deutschland 0,73. Norwegen hat erst 0,38 Personen geimpft. Zum Vergleich, Israel hat mehr als 21, die USA 2,72 von 100 geimpft. Beide Länder hatten die Impfstoffe früher zugelassen. Genaue Vertragsinhalte sind auch hier unbekannt. Die EU-Kommission hofft, dass bis zum Sommer für jeden EU-Bürger ein Impfstoff vorhanden ist. Das Bundeskabinett hat die Ausweitung des Kinderkrankengeldes während der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Wie in der vorigen Woche angekündigt, kann jedes Elternteil bis zu 10 Tage zusätzlich mit geringen Gehaltseinbußen freinehmen, wenn Kita oder Schule geschlossen sind. Insgesamt also 20 Tage. Alleinerziehende haben nun Anspruch auf 40 Tage Kinderkrankengeld. Um die Belastung der gesetzlichen Krankenkassen auszugleichen, zahlt ihnen der Bund pauschal 300 Millionen Euro. Bundesarbeitsminister Heil hat die Unternehmen aufgefordert, in der Corona-Pandemie so viel Homeoffice wie möglich anzubieten und das schnell. Es müsse mit aller Macht verhindert werden, dass der Arbeitsplatz zu einem Infektionsort werde, sagte der SPD-Politiker. Die Spitzenverbände von Arbeitgebern und Industrie sprachen sich dagegen aus, den Betrieben strengere Vorgaben zu machen. Das Robert-Koch-Institut meldete 12.802 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. 891 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Nicht jeder, der könnte, macht es auch. Homeoffice wird weniger genutzt, als dies von den ausgeübten Tätigkeiten her möglich wäre. Dass sich die Ansteckungszahlen mit Arbeit zu Hause deutlich verringern ließen, weiß auch der Bundesarbeitsminister. Sein Appell: Deshalb ist die klare Erwartungshaltung der Bundesregierung und auch der Ministerpräsidentenkonferenz, dass da, wo es betrieblich möglich ist, mobiles Arbeiten im Sinne von Homeoffice auch ermöglicht wird. Eine Verpflichtung ist aber zunächst nicht geplant. Ein Fehler finden die Grünen. Und da muss auch klar sein, das muss durchgesetzt werden, das muss umgesetzt werden. Es geht darum, dass Menschen sicher arbeiten können. Und wenn immer sie es von zu Hause aus können, müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet werden, das auch durchzuführen. Eine wie auch immer geartete Verpflichtung zu Homeoffice sei nicht praktikabel, sagt der BDI. Es gibt ja einfach Tätigkeiten, die können Sie nicht aus dem Homeoffice machen. Schweißen aus dem Homeoffice hat noch niemand erfunden. Die Frage, was geht im Homeoffice und was geht nicht, das können die Betriebsparteien vor Ort am besten entscheiden. Das kann niemand von außen tun. Der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zum Thema sieht zurzeit keine gesetzliche Pflicht für Homeoffice vor. Auch eine Verordnung ist nicht geplant. Er bleibe aber mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und Personalvorständen weiter im Gespräch, so Hubertus Heil heute. Angesichts hoher Infektionszahlen verschärft Bayern die Maskenpflicht. Von Montag an müssen im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften FFP2-Masken getragen werden. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen reichen nicht mehr aus. FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz, sind aber auch deutlich teurer und können nicht über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Eine Woche vor der Vereidigung des gewählten US-Präsidenten Biden sind die Sicherheitsvorkehrungen in Washington erheblich verschärft worden. Nach dem Sturm bewaffneter Trump-Anhänger auf das Kapitol warnte die Bundespolizei FBI vor weiteren Ausschreitungen. Entsprechende Aufrufe gab es im Internet auch für die Hauptstädte der einzelnen Bundesstaaten. Eine Stadt hinter Zäunen. Washington D.C. gleicht mehr und mehr einer Festung. Die bevorstehende Vereidigung von Joe Biden als neuer Präsident stellt alle Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen. Wenn ich um irgendetwas Angst habe, dann um unsere Demokratie. Denn es gibt sehr extreme Gruppen, die bewaffnet und gefährlich sind. Bis zu 15.000 Mitglieder der Nationalgarde sollen Washington schützen. Es wird überall in der Stadt Kontrollpunkte geben, Barrikaden, Metalldetektoren. Das FBI warnt in einem internen Memo vor bewaffneten Protesten im ganzen Land. An vielen Orten, von der Ost- bis zur Westküste, rufen Gruppen zum bewaffneten Sturm auf Regierungsgebäude auf. Es gibt konkrete Bedrohungen gegen Joe Biden, Kamala Harris und Nancy Pelosi.
US-Präsident Trump weist derweil alle Verantwortung für den Sturm aufs Kapitol von sich. Erstmals äußert er sich wieder und bezeichnet den Plan eines neuen Amtsenthebungsverfahrens als Hexenjagd. Dass die Demokraten Nancy Pelosi und Chuck Schumer auf diesem Weg weitergehen, bringt unser Land in riesengroße Gefahr und verursacht enormen Ärger. Ich will keine Gewalt. Am Abend will das demokratisch geführte Repräsentantenhaus eine Resolution verabschieden, die den Vizepräsidenten dazu aufruft, Trump für amtsunfähig zu erklären. Da die Demokraten damit rechnen, dass Pence dies ablehnen wird, soll morgen ein zweites Amtsenthebungsverfahren beginnen. Die Sperrung der Konten von US-Präsident Trump bei Twitter und Facebook hat die Diskussion neu belebt, wie mit Hetze in diesen Medien umgegangen werden soll. In Deutschland sind die Betreiberkonzerne durch ein Gesetz gezwungen, strafbare Inhalte zu entfernen. In den USA gelten sie dagegen nur als Plattformen, die die Meinungsfreiheit ihrer Nutzer nicht antasten dürfen. Donald Trump hat wichtige Kommunikationskanäle zu seiner Anhängerschaft verloren. Auch sein Twitter-Account ist dauerhaft gesperrt. Das private Unternehmen reagiert damit auf den Sturm auf das Kapitol. Es bestehe die Gefahr weiterer Anstiftung zur Gewalt. Ein richtiger Schritt. Wenn es da unterstützende Tweets gegeben hat, dann ist das richtig, dass Twitter da auch darauf reagiert. Die Bundeskanzlerin findet die Sperrung von Trumps Privataccount problematisch. Die Meinungsfreiheit dürfe nicht nach der Maßgabe von Unternehmen eingeschränkt werden. Es ist eine Diskussion seit Jahren. Wer soll bei Internetplattformen am Ende entscheiden, was dort gepostet werden darf? Die Unternehmen mit ihren eigenen Nutzungsbedingungen oder Regierungen? Wir müssen erstmal gemeinsame Regeln finden, welche Dinge denn veröffentlicht werden können und welche nicht. Was nicht geht, ist, dass einfach Meinungen, auch wenn sie unliebsam sind, gesperrt oder gelöscht werden, dass User-Accounts blockiert werden. Denn das nehmen sich andere minderdemokratische Staaten gerne zum Vorbild. In Deutschland zwingt das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Plattformen, strafrechtlich relevante Inhalte zu löschen. Ein nationaler Weg und nicht unumstritten. Kritiker befürchten, dass zu viel gelöscht werden könnte. Die Europäische Union arbeitet an einem neuen Gesetzespaket für Plattformen und Social-Media-Unternehmen. Richtig, sagt die frühere Politikerin der Piratenpartei, Julia Reda. Besonders wichtig ist dabei, dass die Meinungsfreiheit gewahrt wird. Und dazu gehört vor allen Dingen auch, dass klar ist, nach welchen Kriterien gesperrt wird, dass Menschen diese Entscheidungen treffen und dass man gegen eine solche Entscheidung auch im Zweifelsfall rechtliche Mittel einlegen kann. Gesucht werden also transparente Spielregeln für den Umgang mit Inhalten auf Internetplattformen. Je mächtiger diese privaten Unternehmen werden, umso dringender wird die Diskussion darüber. Auch wenn besonders weltweit gültige Lösungen alles andere als einfach zu finden sein werden. An der deutsch-dänischen Grenze ist der mutmaßliche Betreiber eines illegalen Internetmarktplatzes gefasst worden. Auf der Plattform im Darknet, einem verborgenen Teil des Internets, wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz vor allem Drogen und gestohlene Kreditkartendaten verkauft. Mit einer 500.000 Kunden sei es einer der größten Marktplätze dieser Art weltweit gewesen. Begonnen hatten die internationalen Ermittlungen vor mehr als einem Jahr, als in einem ehemaligen NATO-Bunker an der Mosel ein Rechenzentrum entdeckt worden war. Die Begriffe Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften sind die Unwörter des Jahres 2020. Erstmals hat die mehrheitlich aus Sprachwissenschaftlern bestehende Jury zwei Wörter gekürt. Die Formulierung Corona-Diktatur untergrabe die Bemühungen zur Viruseindämmung und verharmlose tatsächliche Diktaturen, so die Jury. Den Begriff Rückführungspatenschaften nannte sie zynisch und beschönigend. Er bezeichnet einen von der EU geplanten Mechanismus zur Abschiebung von Flüchtlingen. Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta und wie fliegt eine Rakete? Die Sendung mit der Maus beantwortet Fragen wie diese in der ARD seit fast 50 Jahren. Rede und Antwort anlässlich des runden Geburtstags stand heute in Köln auch der Astronaut Alexander Gerst. Denn selbst im All war die Maus schon unterwegs. Offiziell gefeiert wird im März mit einer Zukunftssendung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Januar.
Ein Tief über der Ostsee lenkt kältere Luft heran. Dem Norden und Osten Deutschlands bringt es außerdem kräftige Schnee, Regen oder Graupelschauer, dabei sehr windig. Im Süden fällt heute Nacht noch Schnee, der sich aber an die Alpen zurückzieht. Sonst mal mehr, mal weniger Wolken und einige Schnee- oder Regenschauer. Die gibt's morgen vor allem im Norden und Osten. Teilweise können sie kräftig sein. Im übrigen Land öfter Sonnenschein, aber gegen Abend fällt im äußersten Südwesten wieder Regen oder Schnee. Im Norden heute Nacht leichte Plusgrade, sonst überall frostig. Im östlichen Bergland morgen leichter Frost, an der Ems dagegen bis 6 Grad. Am Donnerstag vor allem in der Osthälfte Schneeschauer, im äußersten Südwesten etwas Schnee oder Regen, sonst oft freundlich. Ähnliches Wetter auch am Freitag. Am Samstag wird es noch freundlicher und es bleibt meist trocken. In den Tagesthemen um 22.35 Uhr spricht Karin Mioska mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs, über die Forderung nach einer Impfpflicht für Pflegekräfte. Außerdem volle Kannen, leere Kassen, warum Milchbauern gegen Discounter auf die Barrikaden gehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.